Es ist der innigste Adventmarkt im Mühlviertel und findet immer eine Woche vor Weihnachten statt. Zu diesem Zeitpunkt ist jeder schon auf das große Fest eingestimmt und er freut sich an dem wunderbaren Ambiente rund um die Lebenswelt Schenkenfelden. Man kann es schwer beschreiben, man muss ihn einmal erlebt haben, den Adventmarkt der Lebenswelt Schenkenfelden. Hier braucht es keine großen Worte, sondern Wertschätzung und Respekt vor jenen Menschen, die sich verbal nicht ausdrücken können und in den Räumlichkeiten des Gerstelhauses diese wundervollen Produkte in mühevoller Handarbeit herstellen. Es ist einfach schön, wenn alle so anpacken, angreifend, zubehalten. Ja, an dieser Stelle möchte ich danken sagen, danke an das Team der Lebenswelt und an die ehrenamtlichen Helfer. Es kommt immer auf die an, die dort sind, die es wahrnehmen. Ich kann nur sagen, dass wir uns bemühen, dass wir alles echt machen und dass wir hier die Menschen von Herzen gern haben und nicht als Geschäftspartner sehen. Das sagen viele andere auch, aber es ist so, dass bei uns die Produkte von Menschen gemacht werden, die besonders sind. Sie sind gehörlos, haben andere Beeinträchtigungen und in den Werkstätten bemühen sie sich schon sehr, was Schönes zu machen aus Ton, aus Stoff, aus Holz. Und das freut sie dann schon, wenn sie das ja verkaufen können. Aber es geht immer um diese Wertschätzung des echt Erarbeiteten. Und so ist auch der Weihnachtsmarkt relativ klein. Und mitten im Ort, in der Verbindung mit der Gemeinde Schenkenfelden, auch besonders, weil er auch vielleicht so klein ist und weil die Musik so echt ist und alles auch auf eine sehr persönliche Ebene kommt. Das Haus ist offen, es ist wie eine private Einladung eigentlich. Nach jahrelanger Pause durften jetzt auch wieder die Türen der Lebenswelt geöffnet werden. Das sogenannte Gerstelhaus hat eine besondere Geschichte, die uns Gründungsvater Johannes Fellinger erzählt. Wenn man schon in dem jetzigen Andachtsraum sind, muss man sagen, das war ja früher der Stall im Gerstelhaus. Und meine Tante, die Tante Laura, hat meinem Vater hier erlaubt, seine erste Werkstätte zu haben. Er hat es schwer gehabt. Er hat meine Mutter verehrt, aber die Familie war dagegen. Er war ja auch ein Künstler, war taub, mittellos, große Angst um die einzige Tochter, schöne, gebildete Frau. Aber sie haben sich geliebt. Und die Tante hat ihn einfach gemocht, auch wenn sie nicht recht für die Verbindung war. Und hat ihm die Chance gegeben, hier eine Werkstätte zu haben. Und das war sein erster Brand. Der Herr ist meine Zuversicht, mein Fels, meine Burg. Das war so sein Leitspruch, der ihm auch im Leben viel Kraft gegeben hat. Er hat aber noch erlebt, was entstanden ist und hat da gesagt zu mir draußen, hat mir so genommen und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich taub geworden bin. Er hat auf einmal erkannt, was seine Taubheit eigentlich bewegt hat. Es wäre nichts entstanden, hätte man diese Betroffenen in der Familie gehabt. Und es hat er so richtig tief ergriffen, da draußen zu mir gesagt. Und da sieht man nur ein Werk von ihm, draußen die Sonne. Diese keramische Sonne hat auch mein Vater gemacht. Und ich habe es da hergekriegt und ich beende jeden meiner Vorträge, national oder international, immer mit dieser Sonne. Und sage immer dazu, was er immer gesagt hat, was auch in meinem Leben ganz ein zentraler Spruch ist, alles ist ein Geschenk. Alles ist ein Geschenk. Und es stimmt, es ist alles ein Geschenk. Und die Sonne zeigt ihm allein, dass wenn was wächst, wenn man sich noch so bemüht, es ist alles ein Geschenk. Mit dem kann ich, glaube ich, diesen kurzen Abriss auch in einen anderen Aspekt des Gerstelhauses vielleicht beschließen. Es ist alles ein Geschenk. Und zu Weihnachten feiern wir das ganz große Geschenk, dass der ewige Gott, den wir nicht fassen können, in diesem kleinen Jesus, Liebe Gottes in Person wird, uns begegnet, erleben lebt, solidarisch mit den Menschen in unserer und in ihrer Not, bis zum maximalen Punkt, sich als Verbrecher kreuzigen zu lassen, um dem Verbrecher nahe zu sein, aber dann zu beweisen, er ist der Lebendige, er steht auf und kann jedem begegnen. Und dieses große Geschenk der Begegnung mit Jesus
Das wünsche ich am allermeisten jedem Menschen. Und dann kommt der Friede zwischen den Menschen zustande, weil diese Liebe Gottes überwältigend groß ist. Mir gefällt es voll gut. Wir sind jetzt ja da und wir unterstützen das auch. Ich habe ein bisschen was gekauft und wir mögen die Ambiente und man trifft Einheimische, man trifft Bekannte. Also es taugt uns voll. Ja, ich glaube, dass das ganz was Besonderes ist, weil einfach da Menschen mit Beeinträchtigung einfach was machen und das ist einfach schön, wenn man das dann kaufen kann. Weil es in der Heimat ist. Ja, und weil sie so schöne Sachen haben. Ja, mir taugt das schon voll. Eigentlich ist es ein wenig ruhiger in der Weihnachtsmarkt. Es geht nicht alles um jetzt Bierstandl, sondern es ist wirklich ein wirklicher Weihnachtsmarkt. Man geht rein, isst die Würsteln, trinkt sein Bier und dann kauft man sich noch ein paar Kleinigkeiten, was für Weihnachten gut sind und dann passt die Sache. Siehst du, die Leute treffen sich immer wieder und ist eine Zeit immer da. Ich komme da halbes Film, also muss es etwas Besonderes sein, sonst war es auch nicht da, gell? Erstens ist es eine Veranstaltung in meinem Heimatort und nachdem ich schon ein sehr patriotischer Mensch bin, besuche ich natürlich auch die Veranstaltungen im Ort und es ist auch wirklich eine nette Veranstaltung, ein nettes Ambiente. Wir leben mit der Lebenswelt und für uns sind die Leute da, die was nichts hören und eine Beeinträchtigung haben, die sind so wie mein Bruder, meine Frau, mit der kommt man zusammen und man schaut sich mit den Augen an, man kann zwar nicht reden, aber die gehören einfach zu Schengen-Feld dazu und für uns ist das überhaupt kein Problem. Was mich da herzieht, ja, das ist ja Tradition, bitte ich gar schon heißt. Bei der Lebenswelt in Schengen-Feld nicht gehen am Adventmarkt, das wäre, glaube ich, eine Sünde für das ganze Jahr, glaube ich. Das ist ja, wenn man da schaut, was sie dir da für eine Mühe geben, dann würde ich das super machen. Die Stimmung, wie alle gelöst haben und wie jeder da seinen Bund strengt, was will man mehr? Und da muss man dabei sein. Das kannst du merken. Na, wenn das kein Aufruf ist. Die Lebenswelt Schenkenfelden kann man aber das ganze Jahr über besuchen und Produkte erwerben. Stimmungsvolle Musik gab's vom Musikverein Schenkenfelden und von den Käfermarkter Alphornbläsern. Es ist interessant, wir haben die Käfermarkter Alphornbläser bei uns, große Freude, aber wir haben hier etwas, was auch in der Tradition der mittelalterlichen Flügelaltäre steht. Käfermarkter hat ja einen ganz berühmten, einen Flügelaltar, den der Professor Berger, ein tauber Künstler, mein Schwiegervater, gemalt hat für diesen Raum. Da sehen wir die Verkündigung und dann die Geburt Jesu und er hat sehr viel überlegt. Man sieht hier einerseits Maria, das Kind Jesus in der Hand und die Menschen und die Schafe schauen fast ähnlich aus. Und ein Schaf ist ähnlich gefärbt wie Jesus, das Lamm Gottes. Und er hat auch mit viel Humor den Josef dargestellt, der die Suppe kocht. Und immer wieder gesagt, der Josef, das ist seine Rolle. Es geht nicht immer darum, dass man der Wichtigste ist. Wichtigste Mutter und Kind. Die Geschichte geht weiter. Ich kann nur leider nicht alles aufschlagen. Er führt zum Tod Jesu am Kreuz und zeigt auch die Rettung auch des Räubers. Und dann die Auferstehung. Und dann
die Freude, Gott ist bei uns, wie wir es zu Pfingsten durch den Heiligen Geist spürt. Also man sieht da die ganze Geschichte der Menschwerdung Gottes und der Rettung der Menschen auf diesem Flügelaltar. Das für Gehörlose gestaltet und es wird auch immer da in dem Raum, das war ja früher der Stall, das Evangelium in Bildern erzählt und in Gebärdensprache. Sozusagen geht es wirklich darum, dass das lebendige Wort Gottes allen verfügbar wird. Wunderschöne Worte von Primarius Fellhofer über den Sinn von Weihnachten. Wir fragten auch die Gäste, welche Bedeutung für sie das Fest hat. Weihnachten ist einfach eigentlich eine stille Zeit und einfach Zeit mit der Familie verbringen, mit den Freunden, die Verwandten kommen und ja, das ist eigentlich eine stille Zeit, eine schöne Zeit mit der Familie. Was das ganze Jahr der Stress und alles so ein wenig ist, sage ich einfach ein bisschen abschaffen. Ja, Weihnachten bedeutet für immer wieder für uns eine ruhige Zeit. Ich selber bin ein Unternehmer und immer wieder bin ich froh, wenn wir rüberkommen, wenn wieder mal was weihnachtlich ist, so wie da und wieder schön und wieder mal im Tiefpunkt ankommen und mit der Familie beieinander sein, das ist Weihnachten. Endlich mal eine Ruhe haben, ein Nächtel mal, dass man sagen kann, man hat einfach mal sagen, ausspannen, mal ruhig und dann, bevor der Alltag wieder losgeht. Das ist einfach für mich ein familiäres Highlight. Da schaut man einfach, dass man ja, so harmonisch wie möglich das in der Familie feiert und meistens gelingt es auch ganz gut. Weihnachten bedeutet mir, dass ich mit meiner Familie benannt bin. Und bei uns ist das Highlight, dass ich sage, wir treffen uns bei meinem Elternhaus. Die Eltern sind leider schon gestorben. Und da kommen meine 5 Geschwister zusammen und da gibt es heuer Knackwurst mit Sauerkraut. Und das hat es vor 40 Jahren, das hat mein Großvater gemacht, hat es das gegeben und heuer darf man das wieder mal genießen. Ja, man sollte eigentlich zur Ruhe kommen, das lässt sich nicht immer machen, muss ich sagen. Aber man sollte ein bisschen vom Gas runtersteigen, sage ich jetzt einmal, und einfach einmal mehr Ruhe geben. Ich habe 3 Enkelkinder und bin schon in Pension. Und sollte eigentlich viel Zeit haben, dass ich rausgehe und Dings, aber das lässt sich nicht immer machen. Und dass man sich zusammensitzt und gemütlich plaudert, aber irgendwas trinkt, Keksel bocht. Zum Abschluss noch der Spruch, den sich Primarius Fellhofer für die heurige Weihnachtskarte überlegt hat. Und da steht oben auf der Weihnachtskarte, darf ich das vorlesen? Freilich. In der Begegnung mit Jesus, der Liebe Gottes in Person, verliert Trennendes wie Nationalität, Geschlecht oder Stand seine entzweiende Kraft. Frohe Weihnachten, Johannes Fellinger. Ja, steht da drauf. Dankeschön. Das ist gut.